zusammen, ich mache heute mit euch, oder ich versuche heute mit euch, ich habe es noch nie ausprobiert, ein Eis zu machen, was zuckerfrei ist, glutenfrei ist. Wir arbeiten mit Bananen, Kokosmilch, dann holen wir uns ein bisschen Backkakao mit dazu und wir können noch, ja, wir gucken mal, ob wir ein bisschen Zimt reinmachen oder ein bisschen Kokosnuss, das können wir gleich mal versuchen. Wir machen jetzt als allererstes, schälen wir uns 4 Bananen, schneiden die klein und legen die ins Gefrierfach. Das ist jetzt schon mal der erste Punkt, wie wir beginnen. Und dann schauen wir mal, wie wir weitermachen, ob das klappt, was ich hier so vorhabe. Ich packe mir jetzt die 4 geschnittenen Bananen ins Tiefkühlfach. Und ich denke, dass wir da so in einer Stunde, in 1,5 Stunden vielleicht sogar schon weitermachen können. Müssen wir mal ein bisschen im Auge behalten, wie lang so eine Banane braucht einzufrieren. Ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nie probiert. Also wir werden schauen und gucken. Ich sage euch Bescheid, wie lange meine Bananen gebraucht haben. Bis gleich. Ich habe meine Bananen jetzt aus dem Tiefkühler geholt. Die sind auch jetzt richtig gefroren. War in der Zwischenzeit jetzt sogar mal schon mal schnell einkaufen. Ich habe mir eben überlegt, als ich mir meinen Backkakao nämlich geholt habe von meiner Kellertreppe, da sind links nämlich ganz viele Regale und da ist so mein Backzeug, habe ich mir noch ein, was ist das, so ein Espresso-Pulver Instant. Jetzt habe ich Instant-Pulver geholt. Das werde ich hier auch noch mit reinmachen. Also wir machen hier die Bananen, wir hatten 4 Stück, tiefgefroren hier rein. Puh, das wird gleich richtig scheppern. Ich habe mir auch vorhin mal meine Kokosmilch im Kühlschrank gemacht, damit die auch nicht so warm ist, keine Zimmertemperatur zumindest mehr hat. So, das war jetzt auch ein bisschen Sauerei. Und jetzt machen wir. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe keine Ahnung, wie viel Agavendicksaft wir da jetzt reinmachen müssen. Machen wir jetzt mal aus dem Gefühl. Also wir nehmen eine ganze Dose Kokosmilch und auch hier die mit Vollfett, also keine fettreduzierte, weil wir machen uns ja ein Eis und da brauchen wir auch, glaube ich, den Fettanteil. Ich befürchte, dass uns Flüssigkeit fehlt. Möglicherweise greifen wir hier nochmal zum Schafsjoghurt. So, ich mache hier diesen Instant-Kaffee rein. Und ich möchte ein dunkles Eis. Hier auf dem Kakaopulver, ich habe extra geguckt, das ist ja so ein Backkakao, der hat richtig hohen Anteil an Schokolade, damit wir unsere Kuhmilch nicht dabei haben. Und er ist auch zuckerfrei. Deswegen müssen wir gleich mal gucken, wie wir das mit dem Agavendicksaft machen. Also, ich will Schoki, das heißt, ich mache hier mal rein. Dann haben wir jetzt 1, 2, 3. 4. Ich mache mal 5 Löffel. Mal gucken, was draus wird. Und Agavendicksaft. Ich bin jetzt auch am Überlegen, ob wir vielleicht Kokosraspeln mit dran machen. Ich glaube, wann soll das? Das wiege ich mir ab. Dann machen wir mal lieber die Waage an. Ich mache noch ein bisschen. Ich mache mal 50 Gramm. So ein Eis darf ja schon süßlich sein, ne? So, 55 ist auch gut. Dann fetzen wir uns das jetzt mal durch. Das wird jetzt laut, wegen der gefrorenen Banane. Ich bin sehr gespannt. Wow, das ist der Hammer. Das schmeckt auch als Creme total geil. Vor allem guckt euch die Konsistenz an. Das ist geil. Ich glaube, da friere ich mir nicht alles ein. Wow, richtig geil. Ich mache da gar nichts mehr dran.
was hatten wir? 55 Gramm Agavendicksaft. Ha, freue ich mich. Das schmeckt richtig gut. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie viel wir davon einfrieren und was ich mir davon behalte. Vor allem, in welcher Box ich das einfriere. Tut es da einfach hier so. Schaut euch die Konsistenz an. Geil. So, machen wir das mal so. Den Rest muss ich unbedingt nachher meinem Mann und meinen Mädels probieren lassen. Das nehme ich noch als Creme. Packen wir jetzt einfach hier mal mit rein. Eins packe ich in Kühlschrank zum Nachhernaschen. Eins packe ich in Tiefkühler. Da bin ich sehr gespannt, was das für eine Konsistenz hat, wenn man das dann mit so einer Eisschale, mit so einem Eislöffel dann da raushebt. Ich bin sehr gespannt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Aber allein das als Creme ist schon der Kracher. Versucht es mal. Ich schreibe noch mal auf, was wir hier jetzt zusammengerührt haben. Und wünsche euch noch einen tollen Tag. Und ich leck die Schüssel aus. Macht's gut. Einen schönen Tag. Bis ganz bald. Eine schöne Vorweihnachtszeit noch. Ciao.